Die Diskussion um den Datenschutz ist ganz oft eine Diskussion um Netzwerke. Digitale Netzwerke machen unser Privatleben immer durchlässiger. Wer wann wen trifft, wie man sich fühlt, worüber man sich ärgert, alles ist nachzulesen, oftmals für jeden. Um sich dem Schutz der Daten zu nähern, ist anfangs die wissenschaftliche Definition eines sozialen Netzwerks sehr hilfreich. Wenn wir uns anschauen, was tun soziale Netzwerke, dann sind soziale Netzwerke zunächst einmal vor allem Instrumente der Informationsverbreitung. Es geht darum, Informationen über Personen zu verbreiten. Und zwar kann das geschehen aus erster Hand, also durch den Nutzer selbst, oder aber aus zweiter Hand, das heißt, indem über einen anderen Nutzer gesprochen wird oder ein Nutzer über einen anderen etwas vermittelt. Soweit, so gut. Wenn Nutzer in Teams die Details ausbreiten, sollten sie die Konsequenzen kennen und dafür sensibilisiert werden. Was also liegt näher, einen Repräsentanten sozialer Netzwerke zu Wort kommen zu lassen und das mit der richtigen Frage. Die Frage ist, wie geht's weiter? Ich glaube grundsätzlich nicht, dass die Privatsphäre und die informationelle Selbstbestimmung zur Disposition stehen oder gefährdet sind. Ich glaube aber sehr wohl, dass sich das sehr stark verändert. Man sieht es sehr stark vor allen Dingen an den heranwachsenden Generationen, dass die Selbstdarstellung im Internet, was immer natürlicheres wird, was immer mehr gelernt ist, was schon von Anfang an wahrgenommen wird, die Eltern machen es, die Geschwister machen es, also machen es die Grundschulkinder demnächst wahrscheinlich auch. Weiter geht es auf alle Fälle mit der Stiftung Datenschutz, die im nächsten Jahr ihre Arbeit aufnehmen wird. Ihre Aufgaben sind klar definiert. Mit den Vergleichstests sollen Produkte und Dienstleistungen unter dem Blickwinkel der Datenschutzfreundlichkeit geprüft werden. Zu denken wäre hier etwa an den Online-Kauf bei Versandhäusern und die klassische Urlaubsbuchung über das Reisebüro, aber auch an das vom Nutzer unbekannte und unbemerkte Kommunikationsverhalten von Software, wenn zum Beispiel ein Virenscanner Nutzerstatistiken an den Hersteller übermittelt. Schön und gut, sagt da die Stiftung Warentest, das machen wir doch längst und meldet erhebliche Zweifel an. Datenschutz ist nur ein Teilaspekt von Produkten und die Stiftung Warentest hat ja dann auch eine ganz andere Durchschlagskraft mit ihren Ergebnissen, wie man das ja gerade in diesen Tagen zum Beispiel bei den Herstellern von Kinderspielzeug erlebt. Während es da mit der Vernetzung noch nicht so recht zu klappen scheint, funktioniert sie an anderer Stelle bereits hervorragend. Bei den Daten im Netz. Wenn ich weiß, dass sich jemand abgemeldet hat in einen 3-wöchigen Urlaub, ich weiß aber auch, wie sein Haus aussieht, dann kann ich mir natürlich da 3 Wochen lang genüsslich Zeit lassen und da mal schauen, ob ich das ausräumen kann. Ja, da helfen dann auch Zeitschaltuhren mit Lichtschalter und Lichtspielen nichts mehr. Weil man hat sich ja offiziell abgemeldet in den Urlaub. Doch wie nun dieser Problematik beikommen? Die Referate sind in Kürze auch vollständig nachzulesen. Die Auszüge hier müssen zwangsläufig zuspitzen und verknappen. Etwas boshaft gesagt hat der BGH, ja sehr vornehm, aber doch im Ergebnis gesagt, wenn der Datenschutz verfassungsmäßig sein will, dann muss er schließlich auch die Meinungsäußerungsfreiheit berücksichtigen. Das heißt, wenn wir schon mit dem Verbotsprinzip erstmal beginnen und sagen, jede normale Datenverarbeitung ist verboten, das stimmt irgendwas nicht, das kann nicht sein. So wie Sie hier rumtwittern, so wie Sie hier miteinander reden und so weiter, das kann einfach nicht sein. Interessant auch diese Fragestellung, die sich bei der Anmeldung an einem sozialen Netzwerk wohl keiner so stellt. Die Selbstdarstellung im Internet, wie wir sie etwa typischerweise in den Profilen auf Social Networks finden, ist eine Form der Selbstbestimmung. Und da kommen wir in eine seltsame Konstellation, wenn wir diese Form der Selbstbestimmung mit dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung auf einmal messen wollen. Weiter hoch her ging es dann noch einmal bei der abendlichen Podiumsveranstaltung. Dass der Staat auch eine Schutzfunktion hat gegenüber seinen Bürgern. Und da scheint mir, dass in den letzten Jahren zu wenig passiert ist und da sollte auch der Fokus nicht so sehr stark auf dem Bundesdatenschutzgesetz liegen, was wir heute viel gehört haben, sondern auch sehr vielen anderen Gesetzen. Denn ich glaube, die großen Streitpunkte der Datenschutzdebatte in der Zukunft werden nicht unbedingt bei diesem Gesetz liegen, sondern auch durchaus bei anderen regulatorischen Gesetzen wie in Fragen der Netzneutralität, aber auch eher ethischen Fragestellungen, die sich da stellen, etwa wie behandeln wir Kinderdaten, da ist ja auch eine Menge im Argen derzeit. Einig war sich die Runde darin, dass wir in einer digitalen Welt leben, ohne die übrigens dieses Video auch nicht möglich wäre. Über die Auswirkungen dieser Welt aber lässt sich trefflich streiten. Das heißt, wir müssen heute nicht nur den Datenschutz verteidigen, sondern wir müssen sämtliche Grundrechte digital verteidigen.
Das bedeutet, jedes unserer Grundrechte, das Familiengrundrecht, das Berufsgrundrecht, das Eigentumsgrundrecht und natürlich auch sowas wie Asylgrundrecht oder Familiengrundrecht, Wohnungsgrundrecht über Lauschangriff, alles das hat eine digitale Komponente. Und da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Die Diskussion wird weitergehen.